Moin, moin, ihr Krachlatten, einen wunderschönen Petri zusammen und ab geht es hier mit dem nächsten Video oder dem Brassenkloppen. Ich meine, der Spot sollte mittlerweile bekannt sein. Es gab schon einige Kommentare, auch im Livestream, aber ich habe es noch gar nicht getestet. Ich musste erstmal ausprobieren, was denn da geht. Und da habe ich gedacht, komm Alden, stellst du dich mal hin. Und ich musste tatsächlich erstmal ein bisschen suchen, wie weit ich denn da hin und rauswerfen soll. Und habe mittlerweile, ja, dann doch eine ganz gute Stelle gefunden. Und es klappt ganz gut und ich ziehe erstmal ein bisschen raus. Eine Nacht war ich schon hier, und oder so eine halbe Nacht zumindest. Und jetzt geht's Vollgas hier in die zweite Nacht. Gucken wir mal, was da geht. Also, schön hier mit einem nächsten dicken, fetten Brassen an der Rute. So muss das sein. Die ballern auch die ganze Zeit schon ganz gut rein. Der größte war, glaube ich, jetzt gerade so um die 3,8 oder so. Und ja, ich stehe hier auf, was ist das? 67,59 hier oben am 6-Meter-Loch an der alten Festung. Und ich baller hier so ungefähr 16 Meter weit raus. Das sinkt ja immer noch ein bisschen weiter runter. Fällt also dann wieder dadurch ein bisschen zurück. Also landet man so ungefähr bei 15 Meter. Ich hatte vorher viel weiter ausgeworfen bis ins 6 Meter Loch. Das war gar nicht so ergiebig. Das heißt also, gerade mal so diese knappen 15, 16 Meter reichen komplett. Da gab es auch schon gute Infos im Discord zu. Und zwar hatte die Fussi da ordentlich Beiträge reingepostet. Welcher Köder, welche Futtermische und ordentlich auch Trophys gezogen. Petri dazu. Sensationell. Also anscheinend rennt das hier richtig gut. Ich bin jetzt hier heute seit 17 Uhr Ingame-Zeit wieder an diesem Spot. Vorher oder am Tag war ich dann, habe ich dann ein bisschen rumgetestet auf Wurm. Einfach hier in diesem Bereich, dieser grüne Bereich. Und habe da einfach mal getestet, was denn da dran geht. Damit man eben auch die Zeit am Tag so ein bisschen überbrücken kann. Ne? Also wenn man jetzt die ganze Nacht hier aktiv ist, muss man ja den Tag über auch so ein bisschen überbrücken. Und dann im Idealfall auch ein bisschen was rausziehen. Und die Brocken, die man dann da fängt, die müssen ja auch ein bisschen ergiebig sein. Was ich da gefangen habe, waren hier so ein paar Karauschen. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher. Da muss ich noch mal ein bisschen weiter testen, jetzt gleich am nächsten Tag, was denn da so reinballert. Und vielleicht da dann wieder runtergehen auf dem Viererhaken. Und vielleicht auf Perlengraupe gleich noch mal testen. Mistwurm war okay, aber da geht auch zwischendurch ein bisschen was Kleines rein. Das wollen wir ja nicht. In der gesamten Zeit jetzt hier 57 Brassen, der Durchschnitt wirklich groß. Gucken wir mal eben hier in so ein Setup rein. Ich stehe jetzt hier gerade mit, eigentlich mit dem Basis-Set, mit dem Starter-Set. Das ist ja immer noch hier der Tutorial-Account. Starter-Set mit einer Tragfähigkeit auf der Route von 6 Kilo. 4 Kilo Bremskraft hier drauf, 5,2 Kilo Schnur hier drauf, auch schon ein bisschen verschlissen, geht aber noch so gerade. Kleinen Futterkorb natürlich mit Standardmische. Das ist die ganz normale Standardbrassenmische, gar nicht irgendwie verändert. Auch kein Vorfach, weil es ja noch eine Monoschnur ist. Und dann dicker, fetter Einserhaken. Die letzten Male hatte ich dann mit dem Einser, mit dem Viererhaken geangelt, weil mir der Einser vielleicht doch ein bisschen zu groß war. Jetzt gehen wir einfach volles Risiko rein. Bremse auf 28, 29. Also ich kann die Schnur komplett ausnutzen, die Bremskraft hier alles komplett ausnutzen. Und ja, die dicken, fetten 3, was waren die dicksten? Gucken wir mal eben nach Gewicht. 4,1 sogar. Also die zieht zwar schon ein bisschen ab, aber man kriegt sie trotz allem reingedrillt. Wenn man dann die Bremse, wie gesagt, auf 28 oder 29 hat, geht das ganz gut. Ja, jetzt haben wir ja schon wieder die frühen Morgenstunden. Also ich sag mal so bis 10 Uhr können wir hier ganz getrost stehen bleiben. Den werfe ich nochmal neu raus. Schön geradeaus durch.
So. Wenn ihr zu sehr krumm und schief werft, einfach immer so einen Schritt nach vorne gehen beim Auswerfen. Das hilft, dann geht das so ein bisschen mehr in die Richtung. Aber von Wurf, ja, also man hat hier diesen gesamten Bereich hier oben komplett mittlerweile mit der Futtermische voll. Da stehen die Brassen drauf, ruhig immer ordentlich Futtermische reinballern und dann geht das schon. Wenn ihr den Knoblauchteig noch nicht herstellen könnt, ganz klassische Futter oder Köder für die Brasse ist wie gesagt Perlengraupe oder der Maisbrei, beziehungsweise der Erbsenbrei. Dann geht da natürlich auch noch Quarkteig, wobei das auch relativ teuer ist vom Köder. Mistwurm könnt ihr auch probieren. Also es gibt so eine Handvoll an Naturködern, die immer wieder gut funktionieren. Ne, doch, der Erbsenbrei ist es. Also Erbsenbrei, Knoblauchteig, Perlengraupe, Quarkteig. Das sind so die Klassiker. Genau. Also wir haben jetzt kurz nach 10 einiges noch rausgezogen. Allerdings war tatsächlich auf einmal sehr, naja, ein heftiger Einbruch, sagen wir es mal so. Sehr große Flaute auf einmal angesagt. Ich habe dann nochmal ein bisschen die Köder gewechselt. Habe Perlengraupe, Quark und Erbse nochmal drauf geknallt. Und es war auf der Perlengraupe dann nochmal ein bisschen Frequenz. Aber auch da eher die etwas kleineren. Also so richtig lübte das noch nicht. Guck mal hier, Karausche, 1 Kilo. Da können wir doch nochmal drauf gehen. Brasse, 3 Stück ab 2, oh, das ist aber schön. Die kriegen wir doch gerade genau hin. Nach Gewicht sortieren. Das ist natürlich jetzt ehrenhaft. Eine Stunde gerade läuft das Ganze hier noch. 3 Stück, dann ballern wir die mal eben rein. Das sind natürlich jetzt 100 Silber on top. Und wenn wir dann so jetzt nochmal kurz reinschauen hier in den gesamten Kescher. Einiges an maßigen im Verhältnis für 1,5 Nächte gar nicht so viele unmaßige. Also das sieht schon ganz gut aus. Und in Gänze sind wir da nochmal bei 250 Silber. Das ist natürlich wild, kann sich also wirklich gut sehen lassen. Brassenlüppen, Kratsching, Alter. Damit bin ich jetzt hier auch im Low-Level-Account mit Level 19 bei 4000 Silber. Die Angelrolle und die halbe Rute ist sozusagen schon mal zusammengespart fürs Karpfenangeln. Das ist gut. Ich habe ja noch ein paar Level Zeit. Ab Level 22 gehe ich ja erst hier shoppen mit dem. Und dann geht's aufs große Setup. Also ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Schön Brassen kloppen wieder hier an der alten Festung. Und wie gesagt, zwischendurch am Tag. Ja, da ist natürlich die Frage, geht man links oder rechts nochmal vielleicht auf Tauwurm. Auf andere Fische, da sollte doch noch ein bisschen was gehen, vielleicht so in Richtung Schleie, vielleicht gehen noch ein paar Barsche rein oder so. Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken und wir sehen uns dann wieder montags, mittwochs und freitags auf Twitch oder im nächsten Video.